Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. In der letzten Folge haben wir den Jinzo-Baum wiederhergestellt. Das Wasser ist nun klar. Als nächstes sollen wir in den Nebelforst. Das Orihorn. Das werden wir auch tun, aber erst später. Wir schauen erstmal kurz, wo wir uns denn jetzt überhaupt hier befinden. Immer noch im Dornensumpf. Und jetzt können wir hier ziemlich tief anscheinend tauchen. Wir können mal rauszoomen. Oh, so weit wollte ich nicht rauszoomen. Ich wollte nur so ein bisschen rauszoomen eigentlich. Okay. Okay. So. Hier links geht es wieder zur Mondgrotte, wo wir schon 87% abgeschlossen haben. Gar nicht schlecht. Und hier rechts gibt es ein Schlüssel, ein Geistertor. Wir haben keine Schlüsselsteine, die müssen wir erstmal finden. Dann schauen wir einmal kurz, was das Rihorn denn hier bewacht. Okay, und jetzt sehen wir auch endlich da die Atemanzeige von Ori. Ja, komm. Okay, weiter kommt der nicht. Dann schauen wir uns einmal hier oben an. Oh, hier gibt es noch ein kleines Geheimnis anscheinend. Sehr schön. Aber hier kommen wir auch noch nicht weiter, ne? Hier kommen wir auch noch nicht weiter. Das muss auch noch irgendwas mit, weiß ich nicht, muss das mit irgendeiner Fähigkeit noch zu tun haben? Ja, hier. Das, was wir als nächstes bekommen, so ein Schlag nach unten wahrscheinlich, ne? So ein Schlag nach unten wahrscheinlich. Also kommen wir hier auch erstmal noch nicht weiter. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir aber in den Nebelforst gehen, schauen wir erstmal, wo wir denn jetzt hier die zwei Schlüsselsteine herbekommen, damit wir weiterkommen. Ja, die Fische tun uns auf jeden Fall schon mal weh. So viel ist schon mal sicher. Hier können wir nochmal Luft holen. So. Und dann. Mit X können wir auch ein bisschen. Können wir noch sprinten. Okay, gibt es hier einen versteckten Weg? Nein, wir sollten dann aber jetzt nochmal eben Luft holen gehen. Das ist echt nicht viel Luft, ne, was Ori im Moment hier noch hat. Das ist echt nicht viel, aber schaut mal hier. Kommen wir da nicht vorbei, wenn wir uns da draufstellen, runterdrücken und A drücken? Nein, kommen wir nicht. Okay. Okay, dann schauen wir doch mal kurz nach. Ja, da kommen wir jetzt im Moment noch nicht dran. Dann gehen wir ja erstmal den Weg lang. Und gucken mal, was denn hier auf uns wartet. Okay. Du Fisch, geh erstmal weg. So. Sollten uns ein bisschen beeilen. Okay, hier versteckt sich nur wohl ein bisschen Erfahrung. Mehr scheint das so, nicht zu sein. Okay. Einmal hier drauf. Jawohl. Was war das? Jetzt fluten wir das hier mit Wasser. Verstehe. Dann sollten wir einmal aufpassen. Okay, aber nicht viel. Nur bis hierhin. Weiter nicht. Was hat uns das jetzt gebracht? Wir kommen da trotzdem nicht nach da oben, ne? Oder müssen wir da gar nicht hin? Gibt es da nichts mehr? Doch, da muss es noch was geben. Wir werden wahrscheinlich irgendwo den Wasserstand noch ein bisschen erhöhen können, aber es macht ja auch keinen Sinn. Es macht doch eigentlich auch keinen Sinn. Okay, wie kommen wir denn nach da? Da kommen wir da überhaupt schon hin? Schauen wir mal. Im Moment sehe ich hier noch keine Möglichkeit, dahin zu kommen. So, da kommen wir im Moment auch noch nicht hin. Wir brauchen Luft. Wir brauchen ganz schnell Luft. Oh, die Frage ist auch nur. Können wir nicht speichern? Doch, können wir, aber. Doch, wir werden wahrscheinlich den Wasserpegel noch ein bisschen erhöhen müssen irgendwo. Wir können hier nämlich auch nicht speichern, komischerweise. Oh, bitte lass es hier Luft geben. Wir brauchen Luft. Ja, aber hier hat die auch nur ein bisschen Erfahrung versteckt. Na schön. Dann gehen wir mal weiter. Vorsicht, aua.
So, wir brauchen mehr Luft, mehr Luft, mehr Luft. Hier holen wir einmal Luft. Und was gibt's denn hier? Auch schon einen Schlüsselstein. Boah, wir haben nicht mehr viel Leben, ey. Shit, wir dürfen uns von den Dornen immer nicht treffen lassen. Vorsichtig, Ori. Oh nein. Mal gucken, ob wir das schaffen. Oh, wir sollen uns beeilen. Oh, 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 das wird eng. Piu, und schnell hoch zur Luft. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann holen wir uns einmal hier noch den Schlüsselstein ab. Hoffen wir, dass wir hier auch einmal speichern können irgendwo. Aber sieht gerade nicht so aus. Dann bloß nicht treffen lassen. Oh nein. Oh, ich sag noch, bloß nicht treffen lassen. Und wir lassen uns natürlich treffen. So, den nächsten Schlüsselstein. Die zwei Schlüsselsteine, die wir brauchen, um weiterzukommen, haben wir schon mal. Jetzt frage ich mich nur natürlich, wo es hier einmal lang geht. Ah, hier ist das Kartensteinfragment. Sehr schön. Können wir hier speichern? Unter Wasser kann man nicht speichern. Oh nein. Wirklich? Okay, sehen wir uns gleich mit den zwei Schlüsselsteinen. Oder? Ja, sehen wir uns gleich mit den zwei Schlüsselsteinen hier am Tor. So, hier wären wir wieder oben mit den beiden Schlüsselsteinen und auch dem Kartensteinfragment. Aber bevor wir jetzt das Geistertor öffnen, schauen wir einmal kurz in unseren Fähigkeitenbaum. Was können wir denn als nächstes leveln? Ultralichtstrahl. Erhöht Stärke und Radius des Lichtstrahls. Okay. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Mhm. Ja, und Luftsprint. Ermöglicht es Ori, den Sprint auch in der Luft zu benutzen. Ich bin mal dafür. Probieren wir das mal aus. So. Aber wie geht das denn? Hä? Wie geht denn das? Und wie machen wir das? Ich würde mal gerne eine Erklärung dazu haben. Ermöglicht es Ori, den Sprint auch in der Luft zu benutzen. Hä? Könnt ihr mich mal gerne darüber aufklären, wie das gedacht ist, was man da machen soll? Wie kann ich denn jetzt hier das Kartensteinfragment einfügen? Oh, so, okay. Muss man einfach nur schnell genug sein. Und dann decken wir mal die Hälfte geschafft. Aha. Decken wir mal ein bisschen mehr von der Karte hier auf. So, hier kommen wir noch nicht weiter. Also bin ich eigentlich der Meinung, dass wir da noch nicht weiterkommen. Das sollten wir erstmal sein lassen. Und wir sollten uns erstmal hier drauf konzentrieren, dass wir jetzt hier hingehen. Denn hier wird es... Genau, das ist doch eine Kartenlegende. Ne, das ist ein Stammbaum dann noch. Da bekommen wir mal eine neue Fähigkeit. Ja, darum sollten wir uns jetzt... Aua! Als nächstes kümmern. Och Mann. Zu dem Stammbaum dazu kommen und dann sollten wir uns darum kümmern, als nächstes dann zum Nebelforst zu gehen. Na, kommen wir noch nicht hin. Da oben ist mit Sicherheit auch was versteckt. Zeigt uns die Karte aber nicht an. Nur wir haben da noch keine Möglichkeit hochzukommen. Da ist hundertprozentig noch was. Na, da oben den Ast entlang. So, dann schauen wir doch mal, was es hier denn Schönes gibt. Okay, hier gibt es noch ein bisschen... Oh, Erfahrung. Alter, die Fische. Ha. So, die Erfahrungspunkte sollten wir uns auch noch gönnen. Kann man immer gebrauchen. Was? 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 Oh, oh. Oh. Hä? Warum kommen wir hier nicht lang? Fische, kommt mal mit. Ich habe mal eine Idee. Dann probieren wir es gleich auf dem Rückweg nochmal aus. Ich glaube nämlich, könnte sein, dass wir die Fische dafür brauchen. Dass wir die dagegen schleudern oder irgendwie sowas in der Art. Schauen wir mal. Uah, festhalten, sehr schön. Gut gemacht. Oh, nein, nein, nicht abrutschen. Sehr schön. So.
Dann lassen wir uns mal hier rüber schießen. Aber gab es jetzt hier unten noch irgendwas zu holen? Oh, nein, da... Was, gibt es nachher wieder einen Bosskampf hier oder was? Das sah so wie diese Tür mit diesem Pokéball in der Mitte. Die kam bis jetzt immer nur, wenn wir irgendwie einen Bosskampf kamen und wir irgendwen besiegen mussten, ne? Dann, danach, nach dem Kampf hat die sich dann nämlich automatisch immer geöffnet. Oh, Vorsicht. Dann gehen wir aber erstmal weiter. Scheinen wir ja im Moment jetzt noch nicht wirklich dran zu kommen. Na gut. So, ja. Schwupp. Machen wir uns die Gegner wieder zur Hilfe. Nehmen wir uns die Gegner zur Hilfe. Aua. Und da ist schon der Stammbaum. Ilo, der kräftigste der Geister, der stärkste, der je gesehen wurde. Jetzt ruht er hier, verwandelt in einen Stammbaum. Okay, dann holen wir uns mal wahrscheinlich diese Stampfattacke da ab, damit wir da gleich auf der linken Seite weiterkommen. Du hast das Stampfen erlernt. Benutze diese Fähigkeit, indem du A drückst, um in die Luft zu springen, und dann noch den Knüppel nach unten drückst, um gewaltig den Boden zu erschüttern. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, sehr schön. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wir müssen noch irgendwie nach hier hin. Ja, 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 ja. Oh, Vorsicht. Nein. Doch nicht. Was? Hä? Wie soll man denn dann danach da oben dran kommen? Ich möchte gerne da oben noch hin, aber... Ah, hier ist der Durchgang, ne? Wartet mal. Ich glaube, ich habe ihn jetzt gesehen. Ah, das hat nicht gereicht. So, hier. Hier war doch. Hier muss doch irgendwo ein Durchgang sein. Kann doch nicht sein. Hä? Wie kommt man denn da hin? Was ist das denn hier für ein Ding? Die Laterne muss doch irgendwas damit zu tun haben. Aber ich kann damit nichts machen. Och komm, ich würde gerne die Erfahrung da haben. Warum denn nicht? Tja, keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, sagt mir da mal gerne Bescheid. Dann, aber das ist ja auch auf der Karte markiert, ne? Dann, ach so, man braucht dafür wahrscheinlich noch eine Fähigkeit. Warten wir mal ab. Im Moment habe ich jetzt auf jeden Fall keine Idee, wie man da drankommen soll. Dann lassen wir uns mal hier runterfallen. Vorsicht, jawohl. Hä? Was geht jetzt hier ab? Rihorn! Rihorn! Was? Was? Ah, wir können Rihorn auch als Schuss... Was? Was? Ach, wir sollen Rihorn besiegen. Ach so. Schaut mal an, man kann Rihorn mit der Stampfattacke besiegen. Verstehe. Okay. Na schön. Okay. So, Rihorn, jetzt bist du dran. Aua. Aua. Ey, der macht mich fertig. Rihorn. Boah, das war knapp. Alter, wir brauchen ganz viel, ganz dringend Lebenszellen. Neue Lebenszellen. Junge, 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 Junge. Upsi. So. Als ob. Wow. 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 Das darf man auch keinem erzählen.
Zum Glück hat das niemand gesehen. Mann, Mann, Mann. Aber wie können wir den Rihorn besiegen, ohne dass er uns so viel Schaden macht? Schon krass. Also wir müssen erstmal in die Mitte, um ihn zu triggern. Okay. So. Ja, so machen wir das jetzt. Ja, also jetzt sind wir gut im Timing. Ah, einen hat er uns mitgegeben. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Jetzt Achtung. Rechtzeitig nochmal springen, Ori, genau. Nee. So, gab es jetzt hier noch irgendwas? Ja, da oben, da kommen wir aber, meine ich, noch nicht dran. Dann gehen wir jetzt erstmal in die andere Richtung weiter. Speichern hier einmal ab. Achso. Nur auf stabilen Boden können wir Seelenverbindung erzeugen. Macht aber nichts. Können wir ja hier auch auf jeden Fall. Spiel gespeichert, sehr schön. Dann besiegen wir jetzt mal hier Rihorn. Komm, Rihorn, du bist jetzt... Oh, Mann. Alter. So, der hält aber auch viel aus. Alter Vater. So, sehr schön. Dann ging jetzt nochmal hier irgendwie nach oben. Ja, hier waren wir gerade schon, ne? Und jetzt können wir das hier mit der Stampfattacke doch... Ganz genau. Das können wir jetzt. Eine Fähigkeitenzelle war das ja. Sehr schön. Ja, sehr schön. So, von hier kommen wir aber natürlich nicht weiter. Das war hier nur so ein Secret-Bereich. War der auf der Karte markiert? Hm, ich bin mir ja nicht so sicher. Aber gibt es hier auch noch irgendwas versteckt? Nein, okay. Dann gehen wir jetzt mal in Richtung... Ja, eigentlich ist das jetzt hier erstmal Richtung Dornsumpf und Mondgrotte, obwohl wir ja eigentlich so weit weg sollen in den Nebelforst. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal ein Geisterportal, damit wir uns dann... Ja, zu dem Geisterportal hier gehen wir mal hin. Und dann werden wir uns nämlich in den Nebelforst porten. Sollte eigentlich möglich sein. Sehr schön. Achtung, nicht stoßen. Und sie macht es trotzdem wieder. Ist Ori eigentlich ein Mädchen? Ist Ori eigentlich ein Mädchen? Ich weiß es nicht. Oder ist Ori ein Junge? Hm. Ah, hier sind wir jetzt. Da, wo wir gerade gedacht haben, wie kommen wir denn da hoch, ne? Sehr schön. So, Ori, jetzt nicht zu weit springen wieder. Sehr schön. Und hier oben... Guck mal, das leuchtet da doch so. Aber da kommt man anscheinend nicht hin. Okay, macht nichts. Weit ist es nicht mehr. Weit ist es nicht mehr. Und jetzt sind wir schon wieder hier an der Stelle. Ja, hier waren wir in den letzten... Entweder im letzten oder im vorletzten Part auch schon oft genug. Sehr schön. Weil wir den Dornsumpf ja... in der Mondgrotte sind wir jetzt hier noch. Natürlich auch schon ausgiebig gezockt haben. Ah, und jetzt schaut mal. Jetzt können wir das natürlich auch so machen, ne? Aber da kommt man... Okay, wartet mal. Kommt man da vielleicht schon irgendwie geschummelt dran? So, so. Ja. Nein, aber ein bisschen weiter müssen wir weg sein. Ich glaube, das funktioniert schon. Oh, was? Lol. Das war jetzt reiner Zufall, ne, dass ich das hier entdecke. Aber wir werden jetzt sterben. Weil ich komme da noch nicht hin, ohne getroffen zu werden. Ja. Och Mann, ist das lächerlich. Scheiß auf Rihorn. Ach Mann. Ja, wir sollten jedes Mal speichern, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Aber der Weg war jetzt ja nicht so weit. Scheiß auf Rihorn. So, mach kaputt hier. Oh, ey, oh, 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 oh. Phew, das war nochmal, haben wir noch Glück gehabt, dass wir da nicht getroffen wurden. Speichern wir hier auch noch einmal ab. Besser ist das. Aua. Gehen schnell den Weg hier lang. Mann, Mann, Mann. So, springen hier rüber. Seelenverbindung ist bereit, ja. Rain. So, Vorsicht. Einmal stampfen. So, dann wären wir jetzt hier schon wieder. Wie bin ich hier hingekommen? Warte, nee, das war noch nicht hier, ne? Das war hier irgendwo. Wo war... Ah, hier, ne? Ja, hier. Aber ich komme hier doch nicht rüber, ohne getroffen zu werden. Ja, nicht so schlimm. Schwupp. Speichern wir hier einmal ab. Und, ah, Errungenschaft, Lebensretter. Okay, nice. Aber zurück kommt man, ohne getroffen zu werden. Oder ich bin einfach nur zu blöd wieder gewesen. Man schafft das doch, ohne getroffen zu werden. Aber na gut.
So, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir das so. Lass uns einmal dahin schießen. So. Ah. So. Das schafft man schon. Pass mal auf. Aber Ori geht zu weit nach... Mann, warum? Ori. So, so. Nee, okay, scheiß drauf. Scheiß drauf. Was, was, was? Okay, scheiß drauf. LOL, Ori! Jetzt ärgerst du mich aber auch ganz schön wieder. Ach, come on, ey. Scheiß auf die paar... Ja, ich hoffe, da sind einfach nur ein paar Erfahrungspunkte da. Und sonst nichts weiter. Da werden wir dann mal später... Wenn wir mal alles wirklich, alle Fertigkeiten, alles hier freigeschaltet haben, werden wir uns darum erneut nochmal kümmern. Ja, sehr schön. Dann gehen wir mal zum... zu dem Geistertor jetzt. Hier runter. So, machen kaputt. Sehr schön. Speichern wir das Spiel, aber können wir eigentlich auch auf der anderen Seite speichern, ne? Waldsenke haben wir schon als nächstes. Warum können wir uns da nicht hin teleportieren? Wie kommen wir denn jetzt hier hin? Müssen wir da echt hinlaufen? Was? Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns aber mal zum Hohlhain. Und gucken dann mal, wie wir von da hier weiterkommen. Speichern wir das Spiel einmal ab. Nee, ist das hier verkehrt? Nee, da oben. Kommen wir da lang? Da könnte es zum Nebelforst gehen, hier oben. Ja, hier kommen wir jetzt weiter, ne? Tal des Windes. Schön, schön. Eine Fähigkeitenzelle gefunden. Nice. Wir speichern hier einmal ab. Und dann schauen wir uns das einmal an. Obwohl, hätten wir jetzt danach speichern sollen, ne? Wäre cleverer gewesen. Jetzt gehe ich mal hier auf diesen Strang hier des Schadens. Erfordert Steuer. Erhöht die Stärke und Radius des Lichtstrahls. Das machen wir jetzt mal. So. Speichern einmal nochmal ab. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, Leute, machen wir jetzt mal einen etwas kürzeren Part und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann in Richtung Nebelforst aufbrechen. Danke und bis dann.